Ja, ich kann euch ein bisschen was über die Krankenhausapotheke erzählen. Jedes Krankenhaus braucht Arzneimittel und die Arzneimittel kommen immer von Krankenhausapotheken oder auch krankenhausversorgenden Apotheken. Das ist insofern wichtig, weil sonst gibt es ja keine Medikamente für die Patienten auf Station. Krankenhausapotheke ist aber auch eine Apotheke, die viel selbst herstellt. Also wir machen viele Herstellungen für Frühchen, für parenterale Ernährung oder auch in der Schmerztherapie. Sachen, die es von der Industrie nicht gibt. Es sind auch viele Dinge, die die öffentliche Apotheke in der Regel auch sonst nicht vertreibt. Wir haben etwa 20 Mitarbeiter. Von den 20 Mitarbeitern haben wir 7 Damen, die nur in der Herstellung arbeiten. Das ist relativ viel. Das heißt, eine Krankenhausapotheke muss wirklich noch viel Arzneimittelherstellung machen, und zwar eine individuelle Arzneimittelherstellung, was eben auch extrem wichtig ist. Gut, und wir versorgen aktuell 8 Krankenhäuser im Landkreis Ravensburg und im Landkreis Biberach. Und da gehen LKWs dann letztendlich auch hin, zweimal die Woche. Das sind ungefähr 1400 Akutbetten und Betten, die wir aktuell versorgen. Der Unterschied zur öffentlichen Apotheke ist, dass wir quasi nur Patienten versorgen dürfen im Krankenhaus. Wir dürfen nichts nach draußen abgeben. Und wir haben eben auch vom Arzneimittelspektrum, in der öffentlichen Apotheke sind halt ganz viele Tabletten. Und bei uns gibt es ganz viele Arzneimittel, die man über die Vene parenteral gibt. Das braucht eine öffentliche Apotheke nicht. Also da ist ein deutlicher Unterschied. Auch von der Herstellung her, eine öffentliche Apotheke rührt mal eine Salbe an, das ist auch wichtig. Aber parenterale Herstellungen dürfen die oder können die nicht immer, weil das ein riesiger technischer Aufwand wird, und das wird auch draußen dann auch für die Arztpraxen oder auch für den ambulanten Bereich häufig nicht gebraucht. Manche öffentliche Apotheken haben das, aber die wenigsten, viele Krankenhausapotheken können eben auch diesen Sterilbereich machen. Vielen Dank, dann gehen wir uns mal die Apotheke anschauen. Ja, und jetzt sind wir hier drüben angekommen in unserer Krankenhausapotheke. Wenn ihr an Apotheke denkt, dann kennt ihr wahrscheinlich die Apotheke von euch um die Ecke mit einem schönen Empfangstresen und ein paar Schächtelchen, die hinter dem Apotheker so stehen. In der Krankenhausapotheke muss natürlich viel, viel mehr an Medikamenten und an Arzneimitteln bereitgehalten werden, wie das in der kleinen Apotheke um die Ecke so der Fall ist. Und hier sind wir in unserem großen Apothekenlager. Hier lagern wirklich mehrere Millionen einzelne Medikamente in den Schachteln, die ihr auch sonst so kennt, die es auch sonst üblicherweise in der ganz normalen Apotheke auch so gibt. Und natürlich aber auch besondere Medikamente, die man im Krankenhaus für die Behandlungen alle braucht. Diese Medikamente werden hier von Apothekern sortiert und auf dieses Fließband dann gelegt und werden dann automatisch von einer Anlage hier sortiert und in Kisten gepackt, sodass jede Station jeden Tag ihre richtigen Medikamente vor Ort dann zur Verfügung gestellt bekommt. Und nicht nur hier bei uns im Haus, sondern auch an vielen anderen Krankenhäusern hier in der Region werden die Medikamente bei uns aus dem Elisabethenklinikum im Prinzip ausgeliefert. Ja, und viele Apotheker arbeiten hier unten, ein paar mehr wie in der normalen Apotheke, denn wie ihr seht, die vielen Medikamente in den Schachteln, die müssen natürlich auch alle just in time auf der Station beim richtigen Patienten ankommen, und dafür braucht es viele kräftige Hände. Ja, und jetzt zum Abschluss gehen wir jetzt rüber zu unserem Hubschrauberlandeplatz, denn auch das ist einen ganz besonderen Ausblick wert, und auch da gibt es noch einiges zu erzählen.